Oha! Was ist denn da los? Gruselvilla? Was für Gruselvilla? Ich war nie auf eine Gruselvilla vorbereitet. In der letzten Folge von Kirby und das magische Garn. Nach dem Level durfte Musik mit ganz vielen speziellen Level- und Gameplay-Elementen ging's weiter zum Bosskampf gegen Kirbini, der zu Halloween zwar ein bisschen zu spät dran war, aber der Bosskampf war ziemlich cool, da er ein Zauberer war. Das war natürlich zauberhaft. Ja, okay, Entschuldigung. Es ging dann auf jeden Fall weiter. Wir haben eine neue Welt freigeschalten, den Stoffstrand. Wir haben außerdem einen neuen Bewohner im Filzhaus freigeschalten, Hucke Paula. Wir müssen sie immer bis zum Ende eines Levels tragen oder bis zum Ende eines Abschnitts. Und der gute Willi Webstuhl hat uns wieder mal abgezogen und uns 25.000 Perlen abgeknöpft für ein drittes Stockwerk. Wir werden heute die dritte Welt, das Huraland, abschließen und anfangen darf im heutigen Part der Kau-Bahnhof. Ja. Ist wieder schön süß alles hier mit Kakao, Schokolade und so weiter und so fort. Bekomme ich schon wieder Hunger, muss ich sagen. Und wir haben Zug Kirby wieder am Start. Alles klar. Halten wir mal die Wii-Fernbedienung hier so. Ja, das ganze Level besteht, wie es aussieht, nur aus Zug Kirby. Ich meine, ich bin nicht der riesengroße Fan von Zug Kirby. Aber... er geht klar, würde ich sagen. Er geht klar. Aber es ist, glaube ich, die Verwandlung, die ich am wenigsten mag. Es ist auf jeden Fall die Verwandlung, die ich am wenigsten mag. So. Wir lassen unseren guten Freund mal ganz kurz umdrehen. Denn ich würde ihn ganz gerne hier hochlotsen, damit er hier nochmal einen Turboschub bekommt. Ja, sehr gut. Ja, durch mit dir hier, Kirby. Alles Gudi. Ja, ich habe natürlich auch wieder ein paar Kommentare vorbereitet. Und zwar... wieso habe ich denn mehrere Kommentare vorbereitet? Nein, ich habe einen Kommentar vorbereitet. Und zwar der Kommentar von Tigerclaw, beziehungsweise Felix, der mir verrät... was Goodfeel sonst noch so für Spiele macht. Und hier ist der Schokohocker, womit dieser süße Hocker wohl gefüllt ist. Ja, wäre interessant. Aber tatsächlich ist es so, man kennt die Spiele, die Goodfeel so gemacht hat. Man kennt die Spiele. Und das hat mich ein bisschen erstaunt. Denn ich dachte eigentlich, dass Goodfeel nicht unbedingt Spiele gemacht hat, die man so unbedingt kennt. Also abgesehen von Yoshi's Woolly World und so weiter. Aber ich kann euch tatsächlich sagen, Goodfeel ist das Studio, was hinter Wii Play steht. Und dazu blende ich euch natürlich auch den Kommentar von Felix ein. Danke dir, Felix. Oh lol, jetzt haben wir die Waggons verloren. Also danke dir, Felix, für deinen tollen Kommentar, der mir verraten hat, was Goodfeel denn so gemacht hat. Ja. Oder noch nach dem Spiel hier gemacht hat. Und auch ein Spiel, was mich überrascht hat, das zu lesen. Aber jetzt im Nachhinein kann ich mich tatsächlich daran erinnern. Denn das ist das einzige Mario und Luigi, was ich gespielt habe. Mario und Luigi Dream Team Bros. Genau. Eine Schokoladenfußmatte. Traumhaft. Warum gibt es so etwas nicht häufiger? Ja, weiß ich auch nicht. Also ja, tatsächlich Dream Team Bros. Ist von Goodfeel entwickelt worden. Nein, das wollte ich nicht. Und ja, wusstet ihr das? Dass Goodfeel sowas wie Mario und Luigi Dream Team Bros. Entwickelt hat? Wenn ja, okay, krass. Cool. Cool, cool. Ich wusste es nicht. Muss ich zugeben. Beziehungsweise mir ist es halt überhaupt nicht eingefallen, dass die das gemacht haben. Also ja. Danke an Felix. Okay, dann können wir ja jetzt wieder chillig nach unten cruisen. Und wir haben ein wunderschönes Waggönchen verloren. Ah, diese Zuglevel, ich weiß nicht, was ich von denen halten soll. Ein bisschen ätzend sind sie ja schon manchmal, ne? Ein bisschen ätzend sind sie. Muss man zugeben. Aber naja, es ist wenigstens nicht ein ganzes Spiel so aufgebaut wie bei...
Kirby und der Regenbogenpinsel. Das wär's ja noch. Ich meine, das Spiel ist super zum selber spielen und so, keine Frage, aber es ist halt nicht unbedingt geil zum Zuschauen. Ich glaube, das hat ja auch kaum jemand Let's Played, genau aus diesem einen Grund. Weil es halt einfach nicht zu Let's Playen ist. Es ist nicht möglich. Es ist einfach wirklich nicht möglich. Okay. Alter, WTF. Boy. Geht's jetzt? Warum geht denn das nicht? Bam, 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 bam. Bada, bada, bam. Wenigstens die Musik hält ein bisschen glücklich. So, jetzt haben wir es aber. Hat ja auch lang genug gedauert. Scheißen wir mal auf den 5-Sterne-Badge. Und ziehen hier einfach durch. Ja, ich hoffe, wir verlieren keinen Waggon. Jawohl. Ich habe gehofft tatsächlich, dass wir das noch erwischen. Und das haben wir zum Glück auch. Okay, und durch hier. Jo, das wollte ich eigentlich gar nicht, aber damit konnten wir uns den Stern hier noch einsacken. Und dann ziehen wir hier auch mal ganz kurz durch, durch den Tunnel, ne? Alles klar, Freunde. Da, 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 da hat meine Wii-Fernbedienung rumgespackt. La, 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 la. Haben wir schon alle, Collectibles, genau. Alle Collectibles, haben wir alle. Nö, haben wir nicht, aber hier ist die Musik-CD und damit das Letzte. Die Musik läuft im Hitsland. Und jetzt haben wir hier easy mal ganz kurz die Goldmedaille rausgeholt. Da, 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 dann. Und da dürften wir locker die 3 Sterne drin haben. So ist es auch. Alles klar, das Zuglevel war wieder eine sehr interessante Sache, muss ich sagen. Also, ja. Aber auf jeden Fall nicht eins meiner Lieblingslevel. Keine Ahnung, die Zuglevel gefallen mir nicht so krass. Da finde ich diese, wo man sich in so ein Auto verwandelt, da finde ich die Level schon um einiges besser, wo man ein Rennen fährt. Aber, kein Ding. Den letzten Flicken für dieses Land haben wir. Den Schokoladenflicken. Und damit werden wir wahrscheinlich, ja, den tollen Kuchen hier vervollständigen. Beziehungsweise das ist kein Kuchen, das ist eine Torte. So fett wie inzwischen ist. Oha! Was ist denn da los? Gruselvilla? Was für Gruselvilla? Diggi! Ich war nicht auf eine Gruselvilla vorbereitet. Das finde ich nicht so nett. Naja. Okay. Dann haben wir doch mal unseren Spaß hier in der Gruselvilla. Und besiegen am besten so viele von diesen Fledermäusen, wie es nur geht. Und man sieht echt nur da, was, wo man... Aha. Ja, das hilft natürlich weiter, so ein Leuchtwollknäuel. Das hilft auf jeden Fall weiter, so ein Leuchtwollknäuel. Dieses Leuchtwollknäuel können wir ja auch bestimmt benutzen. Aha. Zack. Und ich habe es ja gesehen, dass hier oben eine Leiter war. Ah. Und die Musik, die ist ultra nice. Dan, 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 dan. Oh, das verspätete Halloween-Level, Alter. Das verspätete Halloween-Level, ohne Spaß. Und hier ist eine Schatztruhe mit einem Scherzartikel. Dieses Spielzeug ist etwas unberechenbar. Und ein bisschen gruselig. Aber echt nur ein bisschen. Okay. Ach, und das sind die Dinge, aus denen man diese Leuchtwollen überhaupt erst bekommt. Okay. Das sind die Viecher, aus denen man die Leuchtwolle überhaupt erst bekommt. Gut zu wissen. Ja, was haben wir hier? Oh, ganz viele Juwelen, wollte ich sagen, ja. So viele waren es jetzt auch wieder nicht. Aber naja. Dass man hier genug Juwelen und so weiter sammelt, ist, glaube ich, auch nicht leicht. Hier sollten schon ein paar Sterne unterwegs sein. Ja, so wie hier zum Beispiel. Weil, ja, ich muss schon sagen, dass das Ganze nicht leicht ist, dass man hier alle Juwelen findet, würde ich sagen. Und auch nicht, dass man alle Schätze findet. Das sollte auch teilweise, glaube ich, schon so ein Problem darstellen. Okay, pass auf. Ich schleudere mal ganz kurz hier das dagegen. Mal gucken, ob es sich lohnen wird. Und ja, es sieht so aus, als würde es sich lohnen.
Hier haben wir erstens mal sau viele Juwelen und ebenfalls einen Schatz. Und ich habe mich tatsächlich vorher gefragt, wie man hier hochkommt. Kürbis. Ein Kürbis als Teil der Wohnungseinrichtung. Etwas kurios, aber schön. Ja, sehe ich auch so. Der sieht doch ganz nett aus eigentlich. Halloween ist zwar inzwischen schon wieder vorbei. Aber macht ja auch nichts, wenn es ein bisschen zu spät kommt, ne? So, hier wieder ein Stern. Nee, eine Leuchtwolle. Eine Leuchtwolle also. Nochmal. Okay. Okay. Naja, ich weiß ja nicht. Aha, warte. Die Musik finde ich aber ultra geil. Also die Musik, da kann man nichts gegen sagen. Was haltet ihr von der Musik, Leute? Könnt ihr mir ja mal gerne schreiben. Ab nach unten. Mal gucken, ob ich schon irgendwas übersehen habe. Nee, da würde ich noch nicht so gerne hin. Ich würde jetzt erstmal lieber gerne das Zeug ja alles zerstören und mir hier nochmal einen Stern holen. Ah, irgendwie sieht es mir hier verdächtig noch irgendetwas aus. Na, ah, nach dem 3-Sterne-Badge. Okay, das 3-Sterne-Badge-Line. Alles klar. Es geht hier wieder nach unten. Oh, schade. Man muss wirklich nach unten. Ich dachte eigentlich, dass es hier vielleicht noch irgendein Secret oder so gäbe, aber nö. Gar nichts dergleichen. Aber wir können jetzt als U-Boot auch anscheinend dieses Leuchtwollknoll mitnehmen. Und hier war wieder ein Stern, ne? Den ich gerade übersehen habe, eiskalt. Das dürfte ein Stern gewesen sein. Okay. Ich gebe mein Bestes, hier alles zu finden. Und es fehlt ja auch, glaube ich, nur noch die Musik-CD. Ich gebe mein Bestes. Ich gebe mein Bestes, Leute. Und ich gebe natürlich auch mein Bestes, so viele Sterne wie möglich einzusammeln. Komm schon, die Musik-CD muss hier noch irgendwo sein. Sag mir bitte, dass die Musik-CD hier noch irgendwo ist. Ich will ehrlich gesagt aber auch noch nicht gehen, wenn ich mir nicht sicher sein kann, dass die Musik-CD nicht vielleicht hier noch irgendwo liegt. Naja, also... Ja. Ich scheiße einfach mal ganz kurz auf diesen... wunderschönen Stern da, weil die Goldmedaille haben wir eh schon wieder. War nicht viel, was uns da gefehlt hat. Und hier drüben könnte halt die Musik-CD sein. Ist sie aber nicht. Okay. Oh, lol. Als ob ich das Feuerding aber wegschubsen kann und dann wird's zu... ja. Hat ja super geklappt. Aber Gold dürften wir gleich wieder haben. Von daher kein Stress. Oh! Okay. Ich hoffe einfach mal, dass wir die Musik-CD noch nicht verpasst haben. Aber ich weiß es nicht. Die Sache ist, hier kommt man nicht wieder runter. Deshalb wollte ich das halt eigentlich nicht. Weil man hier nicht wieder runterkommt. Aber wenn man hier nochmal in die Villa reinkommt, ist es sehr verdächtig, dass da nochmal was kommt. Doch, wenn man hier nochmal in die Villa reinkommt, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass hier noch alles safe ist. Wobei das hier gerade irgendwie komisch ist. Ich dachte eigentlich, ich sterbe jetzt safe, aber nö. Ist gar nichts. Oh lol. Oh lol. Freunde, ich glaube, ich habe die Musik-CD gefunden. Das sieht mir doch sehr verdächtig aus, oder nicht? Sieht mir doch sehr verdächtig aus. Zack. Einmal ganz kurz hier ziehen. Ja. Gruselvilla, diese Musik läuft in der Gruselvilla. Und dann können wir jetzt auch schön... lockerflockig ins Ziel gehen. Ach ja. Das ist doch mal eine schöne Abwechslung. Normalerweise dachte ich bisher immer, dass diese Zusatzlevel nur irgendwelche Level sind, wo man sich die ganze Zeit in etwas verwandelt. Aber nö. Anscheinend kann es auch sowas hier sein. So ein komplett neues Level. Was ich schon krass finde. Zack, einfach alles zerstören, was es gibt auf dieser Welt. Das macht nichts, ne? Nö. Ich dachte, vielleicht bekomme ich noch irgendeine Belohnung, aber anscheinend nicht. Na dann. Jetzt bekommen wir wieder 5 Sterne. Nee, das war zu schnell. Das war zu schnell. Das war nicht zu schnell. Ich kann es bis heute nicht einschätzen. Ich kann bis heute echt nicht einschätzen, was... Ne? Keine Ahnung. Keinen Plan. Alle Schätze haben wir wieder. Alles klar. Ich würde sagen, so ein, zwei Hucke-Paula-Level gehen sich auch noch aus, oder? Schätze ich. Doch. Ja. Hätte ich schon so gesagt. Freunde.
Aber jetzt haben wir erstmal dieses tolle Land abgeschlossen. Was wir auch mal machen können, ist im Möbelladen uns einfach ein paar Sachen zu kaufen. Ne? Einfach so kaufen, das passt ja. Einfach alles kaufen, damit wir 100% irgendwann haben. Weil ich glaube, nur wenn wir die einmal hier leer kaufen, bekommen die neue Artikel rein. Von daher machen wir das einfach mal. So, einfach alles einmal kaufen, auch wenn es mir nicht gefallen sollte, tun. Aber das ist mir egal. Wir müssen ja irgendwie unsere Perlen loswerden und das können wir hier ganz gut. Hat er schon wieder neue Sachen? Oh ja, hat er. Okay. Ja, ich kaufe einfach kurz ein bisschen was. Zack. Dieses Fass, okay. Ja, haben wir wieder ein bisschen was gekauft. Alles klar. Und im Stoffladen kaufen wir auch noch einmal noch alles. Wie viele Stoffe und so gibt es hier eigentlich in dem Spiel? Das ist so crazy. Holy shit. Okay, dann verlassen wir den Laden mal wieder. Denn jetzt haben wir hier gerade so 16, 32 Items gekauft. Ja, okay. Okay, Paula, ein Level von dir machen wir noch schnell. Damit wir hier bei dir auch weiter vorankommen. Denn sie ist halt derzeit das neueste Mitglied hier im Filzhaus. Und ja, jetzt erstmal den Brunnengärten innerhalb von einer Minute zum Thron bringen. Eine Minute ist knapp bemessen. Ja. Wenn es wirklich wieder das ganze Level ist. Wenn es nicht das ganze Level... Nee, ist nicht. Okay. Ist nicht das ganze Level. Alles okay. Da, ra, 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 na, 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 na. Oh, ist nur der kleine Abschnitt hier. Was macht denn der kleine Abschnitt hier? Hä? Wo ist denn ihr Thron bitte? Hier unten oder was? Ja, da oben wahrscheinlich, ne? Klar, da oben. Ah, was? Oh nein, ich wusste nicht, dass sie nicht mitkommen kann. Das wusste ich nicht. Aber das ist halt auch großzügig in der Zeit berechnet. Ansonsten hätte man das auch locker in 30 Sekunden schaffen können. Sonst hätte man das auch locker in 30 Sekunden schaffen können. Aber jetzt bezweifle ich tatsächlich, dass ich es schaffe. Jetzt bezweifle ich es sogar. Schaffe ich nicht, Freunde. Schaffe ich nicht. Weil das sehr knapp bemessen ist und dieses Hochtransportieren schon viel zu lange dauert. Ja, ich meine, es ist nicht knapp bemessen. Es ist natürlich nicht knapp bemessen, wenn man weiß, dass man sie da hochschmeißen muss. Aber das wusste ich halt nicht. Von daher... Seid mir nicht böse, Freunde, aber... Ja. So, jetzt habe ich es einfach mal in 25 Sekunden geschafft. Ja. Wenn man es weiß, wie es geht, ist alles super. Okay, sogar nicht mal 24 Sekunden. Klar hat sie wieder ein neues Level. Aber das gucken wir uns alles in einem anderen Part an. Ich will jetzt erstmal sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder, nachdem wir hier ein tolles grünes Tartanmuster bekommen haben. Okay. Also, Freunde, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.